Das war's. Nein, dann wohl. Herr Bär, bitte nicht. Herr Bär, Herr Bär. Oh nein, Herr Bär. Halt's Maul. Ich brauche Antworten. Geh schon an. Und Splatfest. Herr Bär, Herr Bär, Herr Bär, Herr Bär. Vielleicht hat er ja überlebt. Wurde da vor Splatoon 3 Release nicht irgendwas von einem Salmon One angekündigt? Wie kann er denn existieren, wenn Herr Bär tot ist? Ist das hier nicht seine Firma? Gehen wir rein. Herr Bär lebt? Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum neuen Video von mir, Dummer Spot. Und heute spielen wir den Salmon One von Splatoon 3, was auch langsam fällig wird, weil er irgendwie schon seit einem halben Jahr draußen ist. Oh nein, ist es nicht sogar fast schon ein Jahr draußen? Und in diesem Video zeige ich den Splatoon 3 Salmon One das erste Mal. Welches schon seit ein paar Monaten draußen ist. Sogar vor Splatoon 3 angekündigt wurde. Und ich immer noch nicht gespielt habe. Warum bin ich eigentlich so Aber jetzt reden wir nicht um den heißen Brei herum. Als jemand, der in der deutschen Splatoon-Community bekannt werden möchte, muss ich natürlich ein paar deutsche Begriffe nutzen. Ey, ich möchte nicht so reden. Wir hören hier sogar schon die alte Salmon Run-Melodie. Und hier ist Herr Bär. Ist dein Ernst? Du wolltest die ganze Welt in Splatoon zerstören und jetzt willst du, dass wir dir helfen? Yo, ich bin Herr Bär. Wir beide wollen hier der Welt was Gutes tun. Aber nicht, indem wir diese Welt zerstören. Willkommen. Du bist wie gemacht für diesen Job hier. Willst du für den Anfang mal ein kleines Training machen? Grizzly Bear oder Whistly Bear? Ist das doch cool? Zeit zum Training. Wir gehen zum Helikopter. Kriegen wir jetzt eigentlich noch eine Erklärung, warum Herr Bär doch noch lebt? Nein? So, was haben wir hier? Also wir haben irgendwie einen Salmini, der uns hilft, aber wir werden trotzdem wieder Salmonellen töten. Das ist irgendwie seltsam. Es gibt 11 Boss-Salmoniden. 11 Boss-Salmonellen? War das in Splatoon 2 auch so? Gegen welchen willst du kämpfen? Mal sehen, nicht nur mal irgendeinen neuen, den ich noch nicht kenne. Ich glaube, der ist neu, oder? Bring das Ei zum Chor. Also so können wir das... Okay, das ist ganz nice. Irgendwie hat sich jetzt das Radio, über das Herr Bär redet, geändert. Zeit online zu spielen. Lass mal loslegen. Aber kriegen wir jetzt nicht irgendwie eine Backstory von Mr. Bär, wodurch wir irgendwie sein Handeln verstehen? Dass er versucht hat, die Splatoon 3 Welt mit Flauschplasma zu überfüllen, um... Keine Ahnung, was... Neue Bären spawnen? Herr Bär, bist du eigentlich dumm? Vielleicht gibt es da jemanden, der mir den Grund, warum Herr Bär das macht, erklären kann. Aha, da haben wir unseren ersten Boss. Oh, stimmt, der verfolgt uns, ja. Bam! Ja, das ist schon mal besser als bei Splatoon 2, aber ich merke jetzt noch nicht einen riesen Unterschied, was das hier jetzt von Splatoon 2 Salmon One unterscheidet. Naja, ich war jetzt früher auch nicht der Beste in Salmon One, ne? Und das wird heute, denke ich, auch nicht besser. Aha, wir haben hier einen Gegner. Ja, guck mal, ich kann den Boss hier besiegen. Bam. Ey, komm. Ne, Team, ihr seht, ich kann schon etwas. Warum ist das so ein Sound, der hört sich so ähnlich an wie dieser Wii Sports Schwertkampfmauer? Oh, stimmt, den gab's ja auch noch. Der hat manchmal richtig genervt. Aber den konnten wir sogar besiegen. Oh, ich sehe gerade, ich kann hier so Sachen benutzen. Was ist das? Ach, das. Ah. Warum habe ich das nicht ausprobiert? Oh, sogar die Animationen hat man hier. Azubi sind wir. Gab es nicht davor irgendwie mal Praktikanten Salmon One? Vielleicht hat er irgendwie gemerkt, dass ich schon Salmon One Splatoon 2 gespielt habe. Warum wird hier nichts dazu erklärt, dass Herr Bär die Welt zerstören wollte und jetzt irgendwie anscheinend doch noch lebt? Oder gibt es mehrere Herr Bärs? Und was ist das Teil, was sich da auffüllt? Man hat hier jedenfalls coole Animationen, wie man mit einem Helikopter hinkommt. Also, da kann man nicht klagen. Okay, Leute, wir sollten jetzt ein gutes Team sein. Hoffentlich disconnected niemand. Warte, ich kann jetzt mal hier die Krabbe im Salmon One nutzen. Weil die Krabbe habe ich irgendwie schon irgendwo schon benutzt. Ich glaube, ein Story Mode. Stimmt, ein Story Mode. Oh, die ist aber schnell leer. Ich könnte Hilfe brauchen. Tschüss.
Splats vielleicht? Inka, komm, Inka. Ah, oh, nice, Inka. Danke, Inka. Sehr nett. Ich war der letzte Spieler einfach. Feierabend. Aha. Ich meine, es gäbe irgendwie neue Bosse. Es gibt ja, glaube ich, so ein Big One, ne? Das hätte ich so einmal im Monat oder sowas. Vielleicht sind da irgendwie neue Bosse oder so, weil hier ist mir, glaube ich, noch nicht wirklich ein neuer Boss aufgefallen. Ich denke, der ist neu. Wir haben ja auch am Anfang gegen den gekämpft. Ready? Bist du ready? Yo! Ey, Leute, guck mal, ich habe sie drüber geschafft, ohne zu sterben. Also, wenn das nicht mal einen Applaus verdient, dann das Ding mit dem Big One, ich komme dann wahrscheinlich vielleicht irgendwann mal so reingestabbt, ohne dann irgendeine Erfahrung zu haben, dann ja, die Splatoon-Community sollte mich nicht hassen. Naja, aber wahrscheinlich wäre ich dann auch irgendwie mit Leuten, die dann auch so wenig Erfahrung hätten wie ich. Hoffentlich. Weil sonst könnten mich die anderen aber auch carryen. Aber das ist immer so leicht zu besiegen, das ist chillig. Das ist wieder so eine Shotgun. Was ist das? Der ist neu? Seit wann gibt's den denn? Das war ja mal nicht so schlecht, ne? Falls hier die Kommunikation mit den fremden Leuten schlecht ist, also nur mit irgendwie zwei Zeichen zu mir, cool oder Hilfe, kann ich ja womöglich die Switch Online-App benutzen. Und das wäre vielleicht eine gute Idee für ein Video. Lass mindestens ein Like da, damit ich versuche, das zu machen. Weil ich weiß nicht, ob ich die Stimmen von meinen Leuten da benutzen kann, also dann muss man noch nachgucken, sonst gibt es vielleicht rechtliche Probleme. Ey, du darfst die Stimme von denen nicht benutzen. Du hast den ohne Erlaubnis gefilmt. Du bist gecatcht. Okay, könnte ich schon verstehen, dass man das vielleicht nicht will. Gibt es eigentlich wirklich Leute, die Switch Online App benutzen? Die meisten würden doch wahrscheinlich nur Discord nutzen. Also wahrscheinlich wären da irgendwie Kinder. Die sollten wohl besser kein schlechtes Mikrofon haben. Ach Mensch. Sabanosch. Da Mausch. Komm, Squidbang. Yeah, irgendjemand hat da noch einen gemacht. Oh nein, der war mal nervig. Wir haben den aber schnell benutzt. Besiegt. Ja, also wir wissen jetzt anscheinend, dass Herr Bär überlebt. Ja, man hatte nicht wirklich eine Erklärung, was mit Herr Bär passiert ist. Sorry. Ich sollte mich nicht so wie die verhalten. Was machen die ja jetzt eigentlich die ganze Zeit? Was bisher geschah? Ich wollte dich nur leiden lassen. Doch ich halte es in diesem dummen Plüschtier nicht mehr aus. Was meinst du mit diesem Plüschtier? Bist du etwa was anderes? Game. Du wirst jetzt sowieso hier und in echt sterben. Wo ist mein Controller? Gerade war noch. Meister, ich bringe diesen Typen schon länger zum Leiden. Aber er gibt immer noch nicht auf. Den musst du direkt töten. Töten? Und jetzt. Hey, ihr! Bist doch einer dieser Plüschtiere vom Meister, oder? Ja. Hat er dir für uns Infos gegeben? Denn wir haben schon lange nichts mehr von ihm gehört. Ja, der juckt sich viel mehr für euch Plüschdinge als für uns. Okay, jedenfalls. Seid ihr irgendwie Fairies oder so? Was ich sagen wollte. Ist Meister vielleicht selber ein Fairy? Nein, ich denke. Hey! Wisst ihr eigentlich, mit wem ihr es hier zu tun habt? Meister interessiert sich schon lange nicht mehr für euch. Er findet uns Plüschtiere viel praktischer. Wow. Ihr könnt froh sein, dass er euch noch nicht abgestoßen hat. Aber wenn ihr mir nicht zuhören wollt, kann ich als Liebling vom Meister ihn dazu bringen, euch abzustoßen. Es tut uns leid. Wir hören uns sie bitte vom Meister an. Na gut. Also, da gibt es so einen Typen. Ja. Und ihr habt die Aufgabe, ihn zu töten. Töten? Das wollte der Meister schon lange nicht mehr. Meint er wirklich töten oder ihn nur leiden lassen? Töten. Seid ihr dabei? Ja, Boss! Ich hoffe, dass der Meister nicht am Ende mitbekommt, dass ich den Typen gar nicht getötet habe. Sonst habe ich ein echtes Problem. Okay, gut. Der Typ heißt Swat. Ihr werdet ihn in irgendein Spiel bringen und ihn dort töten. Verstanden? Ja, Boss! Ja, Mann! Wir zeigen's ihn! Na gut. Ich gebe euch demnächst noch genauere Informationen. Du kannst dich auf uns verlassen, Boss. Ja, genau. Wir schaffen das schon. Hoffe ich mal.